So, ja, wie gesagt, da ich heute nicht kommen kann, wollte ich euch mal schnell ein Video auf YouTube zeigen, wie weit ich so bin. Also, derzeit ist nicht sehr viel bisher. Also, man kann das Crosshair setzen und ein Bild wird an der gewünschten Position angezeigt, wo man es haben will. Also, ich demonstriere mal, also ich starte es einfach ganz normal. Ich mache das Ganze mit NetBeans und Qtbla. Also, derzeit ist das Bild 1280 mal 1024 groß. Das Crosshair wird in der Mitte gesetzt. Und irgendwo, das ist jetzt 100 mal 100, glaube ich. Also 100, 100, die Koordinaten. Bisher mache ich es, dass das oben links halt die Nullstelle ist des Bildes. So. Wenn man jetzt, das sind die Crosshair-Koordinaten, die zwei, und hier ist das Bild, was man setzen will. Also ich habe hier jetzt erstmal mit Kreis gemacht, also die drei verschiedenen Größen habe ich 16, 32 und 64 Pixel groß gemacht. Wenn man zum Beispiel kann man Moving Images mein variables weiß nicht, Template, wo man halt alles mögliche rein, wenn ich jetzt 64 mache. Und außerdem setze ich es dann auf, sagen wir mal, 760 und 268. Sind die Abmessungen des also das ist nur Widgets, sind das, glaube ich, sind das. Ja, steht hier auch. Ja, okay, das haben wir jetzt gemacht. So, und das ist jetzt, sieht man, dass es größer ist. Das ist jetzt das 64 Pixel große Bild. Ja, und das Crosshair ist halt in der Mitte. Joa, ansonsten muss man mal gucken. Ja, schreibt mir eine E-Mail oder so und sagt Bescheid, wie das ist. Ja, und tut mir leid, dass ich nicht kommen konnte nochmal. Alles klar, wir sehen uns. Obwohl, ja, wir sehen uns.